Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, Zuschauer und YouTuber. Ja, willkommen zurück in StarCraft 2 Universum. Ja, jetzt haben wir auch Alarak von den Tyleriten, jetzt haben wir noch eine Protoss-Fraktion mit im Board. Und schauen wir mal. Gehen wir erstmal ins Orakel. Matriarchen, der Schlüsselstein absorbiert leeren Energie in einem Tempo ohne Gleichen. Dieser Taldarim spricht also die Wahrheit? Leeren Energie strömt aus dem Tempel. Die Gefahr wird mit jeder Sekunde größer. Ich vertraue ihm nicht, aber alle Messwerte lassen darauf schließen, dass er die Wahrheit spricht. Ein Tor zur Leere wurde geöffnet. Können wir Atanes Position bestimmen? Nein, die Energien machen uns nahezu blind. Wir müssen unser Vertrauen in diesen Taldarim setzen. Auch wenn es mir widerstrebt. So, und ich habe Solarit eingesammelt. Eine Schildwiederaufladung erhöht die Schildregenerationsrate aller Protosseinheiten und Gebäude. Wenn sich nur außerhalb des Kampfes benötigt 5 Solarit pro Sekunde pro Stufe. Okay. Warp-Harmonisierung. Raumportale und Roboter können jetzt mit Warp-Portal-Technologie ausgestattet werden. Ja, das ist natürlich auch nice. Randwappen klingt 20% schneller ab als die ursprüngliche Bauzeit. Oh, hier geht's auch weiter. Was ist denn das? Massenrückruf. Oh, yeah, nice. Was haben wir hier? Schildüberladung. Gewährt alle verbündeten Einheiten und Gebäude sofort ein Schild, der bis zu 200 Schaden absorbiert. Hält 20 Sekunden lang an. Okay, und Phoenix anfordern. Ruft Phoenix für kurze Zeit auf das Schlachtfeld. Bei der Landung fügt er Einheiten im Zielgebiet 200 Schaden zu. Phoenix greift selbstständig an und kann die Fähigkeiten Wirbelwind, rasender Sturmangriff und Schildkompensator einsetzen. Nach 3 Sekunden verlässt Phoenix das Schlachtfeld wieder. Ich warte noch ab. Obwohl das. Dann nehme ich. Ich nehme das mit rein. Dann kann ich die auch noch heranwarpen. Das sieht dann ganz gut aus. Dann muss ich halt wieder ein paar Einheiten in so ein paar. Leute im Bisping-Geysir reinschmeißen. Ruhana! Ruhana! Ihr habt nach Ulva gesucht. Und jetzt habt ihr es gefunden. Die Wiege des Lebens. Euer Anfang und euer Ende. Lasst sie frei, Amon! Sucht ihr etwa in diesem leeren Hallen nach Erlösung? Hier werdet ihr sie nicht finden. Nur die Wahrheit über das Schattenwechsellager. Gebt sie frei! Ich biete euch ein Geschenk an. Freiheit in nichts. Schweigt! Okay, Rohana ist jetzt definitiv besessen. Nein! Dieser Taldarim hat seine Krieger mitgebracht. Vielleicht ist seine Gegenwart uns tatsächlich von Nutzen. Wo versteckt sich meine Beute? Macht gegnerische Einheiten handlungsunfähig. Okay, was. Rache für Ayur. Nee, da bleib ich bei den Teufelsrückrufen Teil. So, Brücke. Ich habe euer Schiff nicht infiltriert, um belanglose Gespräche zu führen. Mann, bist du freundlich! Ja, ja, ich mach ja schon. Euer Hierarch ist sich offensichtlich nicht der Gefahr bewusst, die sich ihm nähert.
Wenn ihr seine sichere Rückkehr wünscht, dann solltet ihr eure Krieger zu diesen Koordinaten entsenden. Vorbote des Verderbens habe ich, kriege ich hin, okay. Vernichten Sie in Vorwurf 15 Einheiten mit Psy-Sturm. Oh! Schließen Sie die Mission verboten. Okay, kriegen wir an. 15 Einheiten mit Psy umlegen. Hoffentlich kriege ich jetzt mal wieder eine Base. So mit Einheiten strategisch rumarbeiten ist nicht so mein Ding. Aber mit einer Base, damit kann ich umgehen. Einigermaßen. Ja. Komm, put. Lade nicht! Ich will nicht, dass es lädt. Yeah, es geht los. Dieser Pfad wird eure Streitkräfte zu Artanis führen. Damit habe ich mein Versprechen erfüllt, dunkle Templerin. Sagt eurem Hierarchen, dass ich auf ihn warte. Matriarchin, unsere hohen Templer haben sich freiwillig gemeldet, euch zu helfen. Der Verlust der Kala war nicht leicht zu ertragen. Doch wir sind erneut bereit zu dienen. Templer, ich danke euch für euren Mut in diesen schweren Zeiten. Wir werden unseren Hierarchen retten. Och, Mensch, ich brauche doch bloß eine Base. Also T ist, okay. Unser Zweck vereint uns. Entfesselt Psy-Stürme, Brüder. Lasst diese Sklaven der Hybriden den Zorn der Templer spüren. Protoss! Achtung! Ich füge mich. Lasst uns weitergehen. Ja, Psy-Stürme sind echt crazy. Damit kann man richtig gut Einheiten auseinandernehmen, gerade was Terraner angeht. Ich habe von diesen terranischen Phantomen gehört. Lenkt ihre eigenen Energien mit einer Rückkopplung auf sie zurück. Sie werden es nicht ertragen können. Unser Zweck vereint uns. So diene ich. Ja. Zu mir, mein Schwarm. Templer, zu uns. Schnell. Für Artanis. Horatum, eure Streitkräfte kommen genau zur rechten Zeit. Amon hat ein Portal zur Leere geöffnet. Es muss geschlossen werden, bevor es alles auseinanderreißt. Dem stimme ich zu. Mein Schwarm und ich werden den Großteil von Amons Macht abwehren und Zeit schinden. Ihr werdet das Portal schließen müssen. Das Tor bezieht Energie aus diesen leeren Kristallen. Wir werden sie zerstören müssen, um das Tor zu versiegeln. Dann soll es so sein. So. Ja, nicht genügend Mineralien. Gut, das klappen wir sofort mal aus. Das klappen wir auch aus. Jetzt kann ich alles ausklappen. Die Dunkelheit nähert sich meinem Schwarmcluster, Artanis. Ich hoffe, du schaltest diese Kristalle bald aus. Ey, ich hab doch gerade erst mal angefangen. Ich schicke dir weiterhin so viele Zerg, wie ich entbehren kann. Kämpft tapfer, Templer. Okay. Ich muss erstmal aufbauen. Nicht genug Mineralien, ja. Ich kann momentan nichts machen. Ich muss warten. Bis ich genug Einheiten an den Mineralien habe. Ah, das ist der Massenrückruf. So.
So, kommt schon, Leute. So, ich brauche noch ein zweites Gate. Setz mal eins hin. Und schon wieder kein Geld mehr. Ah, oh, ist das ätzend. Gerach, ich empfange mehrere versteckte Energiesignaturen aus dem Tempel. Es scheinen Xel'Naga-Gefäße zu sein. Uralte Energiequellen. Wenn wir sie finden können, sollte ich in der Lage sein, mit ihrer Energie zusätzliches Solarit aus dem Kern der Speer des Adun freizumachen. So. Dazu das. Meine Aufgabe. Ich füge mich. Wir werden es überstehen. Storm. Gib mir Drohnen. Viele, viele Drohnen. Das ist jetzt halt der Nachteil, dass ich halt das gewählt habe, dass ich jetzt zwar schneller ranwarpen kann, aber ich muss halt Drohnen in die Vespin-Geysire stopfen. So. Ah, jetzt weiß ich, was mir fehlt hier die ganze Zeit. Der Cybernetics Core. Geh arbeiten. Ey, mit einer Basis ist das echt schlimm. Auserwählte, tötet die Ketzer im Namen Amons! Ich glaube, ich krieg gleich Besuch. Ich setz mal sicherheitshalber hier. Oh, ich habe noch nicht mal eine Schmiede, verdammt. Dies müsst ihr in meinem Energiefeld platzieren. So, setzen wir hier noch einen Pylon und hier noch einen Pylon. So, jetzt kann ich hier nicht genug mehr rein. Dina, drängt sie zurück. Stürzt euch auf Amons Truppen. Artanis, du bist jetzt dran. Ich weiß. Aber was will ich mit den paar Leuten machen? Ach ja, hier komm, versuchen wir's. Jetzt kommen da. Mach mal halt das hier. Die Verteidiger des Kristalls sind gefallen. Rückt vor und zerstört ihn. Kristall neutralisiert. Meine Sensoren erfassen noch drei weitere Hierarch. So. Gleich mal hier marschieren. So, das macht auch noch kaputt. Das Leid führt auf den Pfad der. Ich bin das Herr. Ich finde das gemein, die können hüpfen. Verbind dieser Krieger ist erwacht. Hier liegt Gasraum, das nehme ich natürlich gerne mit. Wir haben ein Xel'Naga-Gefäß geborgen, Kars. Oh! Bereitet alles auf den Transfer vor. Unglaublich. Trotz Äonen in diesem Zustand sind diese Geräte noch bei voller Energie. Da rein.
Da rein. Und da rein. Upgrades laufen. Ja, ich wollte mal so ihn heranwappen. Dazu noch ein paar Bersen. Unser Zweck vereint und eure Gedanken sind klar. Stop. Wir gehen von hinten ran, genau. Was ist euer Begehr? Haben wir gut Stalker, noch ein Immo. Oder ein Unbeugsamer, wie sie ja hießen. So, Angriff. Super, Upgrade ist durch. Krieger, die Verteidiger wurden vernichtet. Zerstört den Kristall so schnell wie möglich. Ja, weil der Zwerg hat schon eine Base verloren. Was natürlich unschön ist. Zwei Kristalle wurden zerstört. Ich vermute, Amons Streitkräfte werden uns die nächsten beiden nicht so einfach überlassen. Hybriden formieren sich, um unseren Nexus zu attackieren. Macht die Verteidigung bereit. Verteidigung? Was für eine Verteidigung? Alle Mann zurück. Da hinten kommen sie, die kommen von vorne. Entaro Tassadar. Genau. So, gleich mal 2-1 andrücken hier. Drohnen sehen gut aus und ich habe keine Pylonen mehr. Gut, dann setzen wir noch einen Pylon hier hin. Du gehst arbeiten, volle Socke. Gib mir... Meine Diener und ich rücken auf einen Kristall vor. Willst du dabei sein? Unser Zweck vereint uns. So, jetzt. So, es gibt insgesamt 4er. Entaro Tassadar. Na, dann machen wir das Vespingas mit. Kann man immer gut brauchen. Lasst uns weitergehen. Ich vernahm euren Ruf. Das wird er bestimmt. Warte mal, wenn hier einer war. Es gibt 3 davon. Ach. Ja. Unser Zweck vereint uns. Upgrade durchgeführt. So, ich habe mehr Gates. Ich ziehe mich zum Schwarmcluster zurück. Du bist auf dich allein gestellt, während wir uns erholen. Zack. Die zweite Energiequelle der Xel'Naga ist in unserem Besitz. Also schätze mal irgendwo. Ein Signal. Ich füge mich. Nur wo ist das Signal? Alter, diese Lernenergie ist ja echt böse. Gut. Angriff. Die Verteidiger wurden beseitigt. Unsere Krieger werden den Kristall auf euren Befehl hin zerstören. Artanis, beeil dich mit diesen leeren Kristallen. Mein Schwarmcluster ist ganz schön angeschlagen. Es verbleibt nur noch einer und das Portal wird instabil. Wir müssen den letzten Kristall zerstören. Die Zeit drängt. Hybriden im Anmarsch! Krieger, lasst sie den Nexus nicht erreichen! Dieser Krieger ist erwacht! Wir begegnen dem Feind im Kampf. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Zack. Meine Aufgabe. Wo kommen sie lang? Unten lang. Das heißt, ich werde hier so auch warten. Diene ich.
Ach ja, komm, scheiß drauf. Angriff. Das, was ich mir nämlich dachte. So, wie sieht's mit den Upgrades aus? 2-2 läuft. Der Schwarm bekämpft unseren Feind. Deine Templer sind bei der Jagd willkommen. Jetzt gibt's ein paar HTs hier. Boah, HT-Power. Da hinten ist noch was. Wir werden es überstehen. So diene ich. Unser Zweck vereint uns. Ich füge mich. Der Feind wird gerichtet werden. Ich gehe mal hier lang. Konzentriere dich auf die leeren Kristalle. Die feindlichen Basen können warten, bis wir soweit sind. Ulas Adami. Oh, da ist noch eine Basis. Weggestormt. So, jetzt brauche ich ein paar neue Bersen. Die haben nämlich ganz schön gut gelitten, die Freunde. Ich dachte, hier wäre die Lernenergie, hier ist der letzte Kristall gewesen. Ich mach gleich einen Massenrückruf hier, alle Mann zusammenfinden. Das Leid führt auf den Pfad der Weisheit. So diene ich. So, alles zerlegt. Alle mal bitte hinein. Ich sagte alle. Ich bin die Stimme der Finsternis. Upgrade durchgeführt. Zack, einmal nach Hause bitte. Erklärt euch ein weiteres Mal. Meine Brut nähert sich einem Kristall. Die Lernenbahn, ja. So. Müssen wir mal gucken, wo der letzte ist. Dann marschiere ich jetzt mal hier ein. Was ist da? Ein paar Mutas. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Was? Lass Storm regnen! Dieser Krieger ist erwacht.
bauen. Ah, das mit den Pylonen geht mir sowas von auf den Sack. Wie viel soll ich noch bauen hier? So. Hier ist wieder nichts. Oha. Alle Mann zusammen, bitte. Okay, nicht alle. Mein Schwarmcluster macht das nicht mehr lange mit. Schalt die Kristalle aus und zwar sofort. Meine Aufgabe. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Da ist er! Das heißt, ich werde einfach mal. Dahin. Dieser Krieger ist erwacht. Das ist das letzte der Gefäße, Karax. Verstanden. Ich transferiere jetzt die letzte Energiequelle. Das reicht. Ich mache Druck auf einen der Kristalle. Ich mache selber Druck. Aber komm mir nicht in die Quere. Jetzt kommst du, oder was? Ja, ich hab mir ja Zeit gelassen. Der letzte Kristall wurde gesichert. Zerstört ihn und der Sieg gehört uns. Uff. Ich brauche Zeit, um meine Truppen neu zu formieren. Zeit haben wir nicht. Mein Volk wird verschlungen. Ihr Fleisch zu Amons Körper geformt. Ich kann nicht warten. Dann tu es mir gleich. Schließ Allianzen, unterwirf deine Feinde. Tu, was nötig ist, um zu siegen. Überleben ist kein Zuckerschlecken. Unsere Führungsstile sind sehr unterschiedlich. Ich danke euch dennoch. Mögen wir uns bald wiedersehen. Durch Psi... warum mache ich das nicht? Ah, verdammt! Wäre ich doch mal ein Stück schneller gewesen. Naja, gut. Kümmert euch wenig, Alarak. Was ist der wahre Grund eures Kommens? Unser Gott hat seinen uralten Pakt mit uns gebrochen und uns verworfen. Das sind alles Lügen, Alaris. Ich soll der Lügner sein? Ihr seid doch nichts anderes als eine Lüge auf Beinen, Maschine. Sagt, was ihr zu sagen habt, Alarak. Die Todesflotte der Targaryen sammelt sich über Slain und wartet auf das Signal zum Großangriff. Ich bringe ein Angebot. Ihr werdet mir helfen, mein Recht einzufordern, als Hochlord ein Volk zu führen. Und im Gegenzug biete ich euch die Beilegung sämtlicher Feindseligkeiten an. Phoenix, versammelt meine Berater.
Wie es scheint, gibt es viel zu bereden. Ja, das ist doch schon wieder interessant. Ich glaube, ich werde euch hier von größerem Nutzen sein. Außerdem ist es mir lieber, wenn Alarak dort bleibt, wo wir ihn nicht aus den Augen verlieren. Ja, aber das werden wir alles erst in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und schaltet wieder ein. Und man hört sich. Bye, bye.